Es heißt auf in das vierte Rennwochenende, auf in das vierte Rennen, dass das besser wird als die bisherigen drei. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Russland und ich gebe mir einfach mal wieder die alte Kontrolle aus F1 2015, ob alles so stimmt, wie es sein sollte, an Simulation, an regulär, an Schaltgetriebe und schwer, genau. So muss das und bei Valve wird sich ja auch nichts vertan haben. Nö, alles so geblieben, wie es sein soll. Aber bevor wir losgehen, die Reifenmischungen. Also was ganz klar ist, in echt waren die weiß markierten viel zu hart, weil damit konnte Rosberg im Jahr 2014 im Grunde eine Renndistanz fahren. Und das hat sich auch bei F1 in der 2016er Saison bewährt, dass die Reifen doch eigentlich hätten weicher sein sollen. So, Kurve noch irgendwie bekommen. Also, man hätte im echten Russland lila, rot und gelb fahren müssen. Das war soweit klar. Und deswegen ist es eigentlich auch klar, so hier zu fahren. Aber wenn ich gerade mal schaue, seht mal, wenn ich in Q1 einen roten Satz mehr. Tja, ist die Frage. Was ich eben blöd finde, man kann das nicht selbst bestimmen. Ich würde jetzt zum Beispiel ganz gerne T1 gelb und weiß, das kann man soweit lassen. In T2 würde ich dann zum Beispiel mit T3 tauschen, also gelb und weiß markiert würde ich tauschen wollen. Oder allgemein, ich würde den weißen Reifensatz aus T3 gerne komplett loswerden und dafür noch einen gelben reinhauen. Q1 kann man soweit stehen lassen. Ja, man muss hier den zweiten Reifensatz, den gelben, nicht verwenden. Den könnte man ja im Rennen aufspannen. Also für das Rennen hätte ich gerne zwei gelbe zur Sicherheit und den Rest eben komplett rot. Genau. Gut, der weiße da hinten, den wir für das Rennen haben, der ist soweit verpflichtend. Den müssen wir im Rennen dann aber nicht unbedingt aufziehen. Da könnten wir uns auch dem gelben zur Seite ziehen. Also man könnte durchaus überlegen, das so zu machen. Also im Qualifying brauchen wir keinen Satz der Gelben. Wir kommen auch, wir sind bei F1 2015 bei einer 2-Stop-Strategie mit einmal auf Rot und einmal auf Gelb auch sehr gut durchgekommen. Deswegen will ich eigentlich dann doch hier wirklich bewusst und auch gewollt alles so weich wie es nur geht wählen, weil das hat sich in echt bewährt und das würde ich mal annehmen, ist dann hier im Spiel auch so. Aber ob es wirklich so ist, das müssen wir herausfinden. Ich will es auf jeden Fall so weich, wie es nur irgendwie geht. Und damit können wir jetzt endlich loslegen. Session starten. Mittlerweile haben wir auch den fertiggestellten Affensitz. Das habt ihr gegen Ende des Rennens von China noch erlebt. Das habe ich ja mit dran gehangen. Oh, das Wetter. Ziemlich bewölkt. Finde ich jetzt weniger schön. Die Meldung von Chris kommt nicht mehr. Ja, schaut mal. Das teaminterne Duell gar nicht mal so verkehrt, aber die Fahrerposition so niedrig, wie es nur irgendwie geht. Ich finde es aber auch gut, dass das Rennen höher eingeschätzt wird als das Qualifying, weil im Rennen geht es nun mal um die Wurst und wenn das einfach mehr wiegt als das Qualifying, ist es genau richtig so. Aber dann müssen wir jetzt endlich mal aus den Puschen kommen. Im vierten Rennen weiter nach vorne. Ja, mittlerweile. Stufe 2 des Abtriebs ist jetzt auch schon komplett ausgebaut und wir sind jetzt eben vor Renault von dem reinen Leistungsvermögen. Das heißt doch was und ich bin mir soweit sicher, ich werde als nächstes, wenn wir genügend Punkte haben, wir könnten schon wieder weiter verbessern, werde ich aber auf die Motorenleistung gehen. Also, die Schwäche des Wagens ist der Abtrieb, ja, aber die Motorenleistung wird überwiegend auch zum Tragen kommen. Was klar ist, wir haben den Red Bull 2015 zum Beispiel gesehen. Wunderbar in Sachen Abtrieb, aber der Motor ist kacke und damit reißt du nichts. Oder andersherum. Anderes Beispiel. Im Grunde der echte sauber. Da ist der Motor super, aber das Drumherum, auch der Abtrieb, ist ziemlich morgs, deswegen ist das auch nicht schnell. Ja, die zwei Seiten eben. Gut, also was ist, ja, was für mich soweit klar ist, dann eben als nächstes auf die Motorleistung zu setzen. Das wird sich wohl nicht ändern, aber das werden wir mal sehen. Und ansonsten, ja, wir müssen uns steigern, wir müssen wieder gut reinkommen, das ist soweit klar. Hier gibt es an sich nichts Interessantes, was wir uns noch anschauen könnten. Das haben wir uns schon alles angeschaut und da kam auch nichts weiter hinzu.
Dann können wir im Grunde schon zu T1 gehen. Ja, und damit würde ich sagen, ab damit. So das Ding und raus. Bin mal gespannt, ob sich die Wagenverbesserung schon bemerken lässt. Hier sind wir also im wundervollen Sochi auf der neuen Rennstrecke rund um den Winter-Olympiapark und freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende. Gleich geht es los mit dem Qualifying. Was? Qualifying? Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden. Und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. In China war ich traurig, dass wir uns nicht weiter bei in dem Fall leichtem Regen beweisen konnten, dass wir nicht weiter Erfahrungen sammeln konnten und jetzt haben wir hier in Russland Starkregen. Ja, so eine Freude. An sich würde ich das ganz gerne so wahrnehmen und üben, aber das Problem ist, wir haben nur begrenzte Reifen. Wenn es das komplette Rennwochenende durchregnen sollte, dann sind wir ziemlich angeschmiert, weil wir da nicht durchfahren könnten, wenn wir jetzt schon im freien Training... Naja, durchfahren wird nicht drin sein, aber wir sehen schon bei der Wettervorhersage, es wird etwas weniger regnen, also eher Intermediate-Wetter. Da sind wir immer noch bei T1 bei der Wettervorhersage. Mal schauen, ob sich das auch noch ändert, das wird auf jeden Fall aufzuregnen. Deswegen werde ich jetzt zu Beginn etwas Regen mitnehmen, aber ich werde dann doch wieder auf Trockenheit warten. Haben wir hier keine Wettervorhersage für das gesamte Rennwochenende? Ich habe das schon mal vernommen bei der Anzeige. Das war aber, glaube ich, beim Schnellstart. Da hat man hier, da lief T1 durch, T2 und T3. Dann kam das Qualifying und dann das Rennen. Hä? Hier gibt es keine Wettervorhersage. Finde ich aber komisch, dass er uns hier bloß T1 anzeigt. Oben drüber zeigt er uns das auch für das Training an. Streckenbedingungen nass mit starkem Regen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Es ist eine sehr lange 180-Grad-Kurve, die im Verlauf immer enger wird. Das Auto wird gerade so noch Grip haben. Aber du musst dich ganz links halten. Wenn du zu weit ausfährst, wird die Einfahrt von T4 ein Desaster. Also geh noch ein bisschen hoch, wenn du ein Untersteuern bemerkst. Was ich gerade gelesen habe, während Jeff gequatscht hat über die langgezogene Linkskurve. Wir haben da unten eine Möglichkeit, das Wetter zu wählen. Das Wetter, also die einzelnen Sessions, oder wie darf ich das verstehen? Das meinte ich, aber das war damals... Noch bevor ich das Let's Play gestartet habe, war das automatisch, dass das nach T1 auf T2 in dem Durchlauf war und dann T3 und dann Qualifying Rennen. Aber so kann man sich den Spaß anschauen. Das Wetter für das Qualifying soweit auch trocken. Und für das Rennen ebenso. Bloß in T1 soll es Regen geben. Ja, dann können wir ja doch eigentlich ein paar Reifen verballern. Ein paar Regenreifen. In T2 ziemlich trocken. Genau. Ja gut, dass ich das nochmal jetzt gelesen habe. Dann gab es das wohl mit einem Update. Mit einem Update des Spiels. Apropos Update des Spiels. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Das ist schon krass, ne? Nur 4 Intermediates und nur 3 Regenreifen. Klar, die Strecke spart auch Reifen, weil sie nicht besonders viele Reifen frisst. Aber dennoch ist das verdammt wenig. Für T1, 2, 3, Qualifying und Rennen. Nur diese 7 Reifensätze, das ist viel zu wenig. Das ist ja noch schlimmer als bei Fans 2015, weil wir da ja bloß ein freies Training gefahren sind. Stellt euch mal vor, das Rennwochenende wird ja komplett nass sein. Oh Gott. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen.
Regen in 5 Minuten. Dann warten wir das ab. Wobei, mal kennenlernen ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir fahren gleich mal raus. Entschieden. Aber erstmal Setup laden. Apropos Spielupdate. Vor dem Starten des Spiels gab es noch ein Update bei für F1 2016. Jetzt soll zum Beispiel behoben sein, dass wenn man die Sofortwiederholung wählt, dass da die Frames so in den Keller gehen. Bei zum Beispiel bei mir zuletzt um die 15 FPS. Das soll jetzt nicht mehr der Fall sein. Bin ich ja mal gespannt. 5,3. Genau. Ja, eigentlich müsste man die Wagenhöhe etwas höher wählen, weil das Wasser jetzt hier auf der Strecke steht, aber beim weiteren Rennen, Wochenendenverlauf, soll es ja nicht mehr nass sein, deswegen bleibe ich so. Gut, dann nochmal zu den Reifen, die Regenreifen, ja, und die benutzen wir jetzt auch mal. Und dann geht's mal raus, einfach mal kennenlernen. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke ist nass. Die 15 FPS sollen behoben sein und allgemein läuft das Spiel bei mir ziemlich rund, aber hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so laufen würde, weil gibt aktuell gar kein Spiel, was ich bei 1155p spiele, was auf den maximalen Grafikeinstellungen nicht sehr rund läuft. Also ich wurde auch gefragt, als Orientierung für jemanden, der sich eine PC-Version kaufen möchte. Gab es schon den ein oder anderen Kommentar? Oh, schon ein Teamsteal erfüllt? Ah ja. Also ich wurde schon gefragt, mit welchen... Boah. Ja, das ist Regen. Ich finde das echt cool, wie die Regentropfen da so über die Kamera flitzen. Ich wurde schon an verschiedenen Stellen gefragt, was ich für eine Hardware mit meinem PC habe und wie das Spiel so läuft. Einfach als Orientierung. Für einen eigenen Kauf des Spiels für die PC-Version. Des Spiels als PC-Version. Das war ja gerade schlimm. Gut, wir fahren mit 5,3 und die Bodenfreiheit ist nicht sonderlich hoch. Ist aber eher für Trockenheit abgestimmt. Aber F1 2015 ging das ja auch. Ja, nochmal zurückzukommen. Also ich habe das Spiel bei mir auf maximalen Grafikeinstellungen laufen. Bei 1155p. Und es läuft bei mir in der Regel eben um die 90 FPS und dabei habe ich einerseits eine GTX 87 von Palette, eine super Jetstream, sehr schönes Teil, liefert schöne Dienste und ansonsten noch 16 GB RAM, das Spiel wird auch mit 8 GB flüssig laufen, kein Thema, bin ich mir sehr sicher. Und dann Prozessor, was eben noch relativ relevant ist. Das ist bei mir ein Xenon E3 1230. Ist zu vergleichen, ist ein Server-Prozessor, vergleichbar mit einem i7-4770. Aber das Entscheidende ist der Pixelschieber, die Grafikkarte. Und am Prozessor wird es sowieso nicht scheitern. Und da wisst ihr einfach mal Bescheid, wer jetzt hier gerade zuschaut. Und der sich das gefragt hat und der eben selbst mit der PC-Version liebäugelt. Bin gerade noch sehr verhalten. Man merkt's. Boah, hier hinten auch noch durchdrehende Hinterräder. Mich würde es ja mal interessieren, wie das aussieht, wenn wir im Windschatten fahren. Wie die Gischt da ist. Das waren irgendwie vielleicht... Ja, durch eine Pfütze. Warte. So, und jetzt? Und jetzt? Und wie sieht's jetzt aus? Man kann zwar die Ideallinie erkennen, aber die Strecke ist pitsche-patsche nass. Da muss ich mir jetzt nicht extra eine Pfütze suchen. Boah, Untersteuer. Also das könnte was werden, wenn wir so bei Starkregen das nächste Rennen, zum Beispiel hier in Russland, fahren müssten. Vorsicht. Shifting. Aber jetzt muss ich ja schon für die nächste Kurve anbremsen. Untersteuern. Wo fahre ich denn hin? Wahaha. Stehendes Wasser neben der Strecke, auch nicht schön. Das ist gerade wirklich von ganz unten.
an diese Bedingungen hier rantasten. Und ja, aus China weiß ich, dass Randsteine auch im endvierten Gang ziemlich gemein sein können, denn das hat uns ja das Rennen ausbedeutet. Von hinten kommt jetzt so langsam einer, der uns überholen möchte. Aber Vorsicht, ich bin nicht schnell. Mit der Streckenakklimatisierung werde ich warten, bis es trocken ist. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier halbwegs gut hinbekomme, dafür fahre ich viel zu langsam. Oh. So, jetzt schaue ich mal eben auf die FPS. Ja, die bleiben gerade konstant. Fein. Krass. Wie der Wagen gerade nur geradeaus ging. Bremse ich mal eher und leichter an. Boah. Zur ersten Runde gleich geschafft mit einer Rückblende. Und ein Teamziel erreicht. Also wieder etwas Ressourcenpunkte. Und aktuell bin ich schneller als auf der letzten Runde. Jetzt bin ich aber schon wieder langsamer. Und jetzt schon wieder schneller. Und jetzt bin ich abseits der Strecke. Hoppala. Boah, untersteuern. Ich komme hier gar nicht rum. Und der vierte Gang wäre schon zu niedrig. Gut, ich bin jetzt auch nicht auf der DDR-Linie gefahren. Die ist ja schon gut erkennbar. Etwas freigefahrener. Ach nö. Wenn du an die Box kommen willst, können wir gerne ein paar Verbesserungen vornehmen und frische Reifen aufziehen. Also wenn das hier ganz klar ein Regenrennen geben sollte, würde ich die Fahrzeughöhe erhöhen. Vorne sind wir ja fast ganz unten bei 2. Und ich würde mit mehr Flügel fahren. Aktuell 5-3. Frontflügel könnten wir bei jedem Boxenstopp beliebig ändern. Mittlerweile wirklich beliebig und nicht mehr bloß mit, ja, Abtrieb hoch, Abtrieb runter, Abtrieb normal. Aber ich bin schneller als auf der letzten Runde. Heieiei. Bleib doch hier. Kleiner Sauber, ich hab dich doch lieb. Untersteuern, dritter Gang halt. Da fahre ich normalerweise auch eher im zweiten durch. Heieiei. Eieieiei, wo geht's denn hin? Aber noch bin ich schneller gewesen. Stell dich mal vor, ich würde gerade so im Rennen fahren. Aber ich wurde noch nicht überholt, also die gurken auch irgendwie direkt wieder in die Box. Die haben keine Lust auf diese Bedingungen. 15 Minuten? Gut, leichter Regen in 5 Minuten war vorhin angesagt. Oh Gott, da kommt was raus. Schießt der jetzt rüber? Es ist Perez und ich bekomme die erste Kurve wieder nicht. Boah. So, Perez, du gibst uns gerade Platz, ne? Nicht, weil du so langsam hier bist, nee. Du fährst so beschränkt, weil du uns Platz machen möchtest. Schön. Eieiei. Nein. Oh. Simulation, hallo. Alles in Ordnung? So schnell kann es wieder gehen. Finde ich aber auch schön so. Das Spiel war immer viel zu unempfindlich bei Berührungen. Gut, in Bahrain habe ich mich gegen Alonso gefragt, ja, warum ist die Nase vorne links kaputt gegangen? Aber das kennen wir ja schon aus F1 2015. Die Kollisionsabfrage war da auch schon kaputt. Und die ist auch noch nicht so ganz richtig. Jetzt bin ich hier zu schnell rein. Fahrer vor mir. Barma liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 2 Minuten 7,0. Gar nicht mal so weit weg, ne? Also die haben auch zu kämpfen, keine Frage.
Man muss einfach so vorsichtig fahren, so langsam. Finde ich ja schön. Ich mag Regenrennen, ja. Anspruchsvoll. Es sieht ja auch sehr schön aus, das muss ich ja auch sagen. Aber ich fand bisher immer die Fahrbarkeit im Vergleich zur Konkurrenz echt dürftig. Und das hat mir immer ganz groß den Spaß an Regenrennen verdorben. Wenn die Konkurrenz einfach von Haus aus ihre Vorteile hat, das finde ich dann einfach unfair und das vermindert natürlich auch den Fahrspaß. Also Fahrspaß nicht unbedingt, weil Fahrspaß habe ich, aber den Spaß am Ganzen. Boah. So, hier war ja was. Schön angenehm an Bremsen. Aber nicht den ersten Gang wählen. Der Wagen schwimmt noch. Ich wollte ihn jetzt nicht hinter mir halten, den Hintermann, nein. So, jetzt fährt Perez voraus. Eieiei. Zu stark angebremst. Die Zeit war jetzt gar nicht mal so übel. Schnellste Rundenzeit. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 2,3. Das ist dann doch erschreckend. Also die kommen auf jeden Fall schon besser zurecht. Also die 3 Sekunden auf Sainz vorhin. Ach nee, Jean-Léon Palmer war das ja. Da war er auch nur ganz langsam in seiner allerersten Runde. Perez fährt mir auch davon. Boah. Wer weiß aber, mit was für einem Setup die fahren. Also ich fahre auf jeden Fall nicht mit einem für Regen angedachten Setup. Muss ich echt aufpassen. Die Strecke hier ist recht eben. Deswegen kann man da teilweise wirklich niedriger gehen. Aber wenn es ein Regenrennen geben sollte, bist du natürlich angearscht, wenn der Wagen zu sehr schwimmt. Ach, dann hat wohl Button auch schon Intermediates draufgezogen. Quert ist ja auch gerade, sehe ich, auf den Grün unterwegs. Na, wir kommen mal rein. Den dritten Gang kann ich ja nicht durchziehen, ansonsten habe ich zu viel Untersteuern. Mit dem Gas muss ich aufpassen, ansonsten habe ich zu viel Übersteuern. So, nicht über das hinausschießen und die Durchfahrtsstrafe. Die war beim letzten Rennen gar nicht mal so schlimm, weil das Rennen letztendlich einfach verkorkst war. Gut, das hat jetzt schon angefangen, dass wir unseren Stop hingelegt haben, unseren zweiten, und eine Runde später mussten wir Intermediates draufziehen, somit hatten wir einen Boxenstop mehr. Das war zum Beispiel das eine, dann eben die Durchfahrtsstrafe und ganz zum Schluss eben das Rennen aus auf dem Randstein im endvierten Gang. Aber das hat mich einfach wieder aufforschen lassen, hat mich einfach nochmal bewusst zeigen lassen, dass ich da nochmal besonders auch bei schwierigen Bedingungen auf der Strecke nochmal aufpassen muss mit meiner Anfahrt jetzt an zur Boxengassenbegrenzung. Auf jeden Fall. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Soll noch weiter regnen. Ja gut, eine halbe Stunde, knapp 28 Minuten gerundet. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuchen Sie, vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Machen wir schon, keine Sorge. Ich werde jetzt aber nicht groß was ausprobieren in Sachen Setup. Wobei, gibt's hier... Moment. Ah, da muss ich wieder in einen anderen Bildschirm. Gibt's hier ein Teamziel mit verschiedenen Setups fahren? Mhm, vollende eine Runde mit minimaler Reifenabnutzung. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran.
Gut, das machen wir sowieso noch und erreiche die schnellste Zeit für den ersten Sektor, ohne Kurven zu schneiden. Das werden wir vielleicht im Verlauf noch hinbekommen. 3 Ziele gönnen aber schon uns. Das ist schön. Und hier werden wir auch noch anfangen. Aber nicht jetzt. Jetzt erstmal. Jetzt heißt es erstmal die Intermediates ausfahren. Habe ich das Gefühl? Ein trübendes Gefühl, dass es hier in der Box gerade wieder heller wirkt, weil die Lämpchen oben so hell an sind. Da kommt die Sonne schon raus. Nee, Sonne nicht wirklich. So, jetzt sind es die Intermediates. Bin mal gespannt, wie die sich fahren lassen. Können wir mal die Reifentemperatur anlassen. Oh. Boah. Wieder nicht aufgepasst, aber das werde ich dann besonders fürs Qualifying für das Rennen. Weil dafür mache ich das auch. Ich könnte jetzt zwar auch sagen, gut, das Freitraining ist hier an dieser Stelle beendet. Dann habe ich aber so wenig für das restliche Rennwochenende an Erfahrung gesammelt. Und lieber nehme ich das einfach mal so mit. Mit dem Gedanken, ja, im Qualifying und im Rennen machst du das ja nicht. Ja, es lässt sich schon besser fahren. Ich stand jetzt nicht auf Vollgas, wie ihr bestimmt sehen konntet. Lässt sich auf jeden Fall schon schneller fahren. Hat die Anzeige wieder zugemacht. Ach so, weil ich Rückblende verwendet habe. Normalerweise bewegen sich die Temperaturen ja so im mittleren 90er-Bereich, aber jetzt haben wir Intermediates drauf und da sind es aktuell mittlere 70er. Lässt sich auf jeden Fall schon angenehmer fahren. Jean-Léon Palmer hat noch die Regenreifenzeit. Ah. So, anbremsen, wie wird das? Ja. Kann man machen. Man merkt aber auch sofort, die Strecke ist mit den Intermediates jetzt deutlich schneller als vorhin noch mit den Regenreifen. Oh, Unterstein. Und Randstein, jetzt vorsichtig. Beim dort Gas geben. Unterstand ist wegen der zweite Gang. Hier ist sowieso der zweite Gang angebracht. Und dann raus beschleunigen. Geht schon einfacher als noch bei den Regenreifen. Reifen sind stehen geblieben. 90 Grad, die werden gelb. Hoppala. Das hier lässt sich noch nicht angenehm fahren. Reifen immer noch zu warm. Klar, die Intermediates und auch die Regenreifen, die können Wärme besser speichern als die Trockenreifen. Jetzt kommen sie langsam wieder runter. Von rechts bei 81 Grad. Eieiei. Ja, aber es wird so langsam. Ist auf jeden Fall. In Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Und wann ist in Kürze, Jeff? 5 Minuten, 10 Minuten, 7,5? Ist genauso eine Ungenauigkeit, wie wenn du sagst. Ja, unsere Rundenzeit war gar nicht mal so verkehrt. Du bist ganz knapp hinter deinem Vordermann. Im Qualifying. Ja, toll.
Ganz knapp. Ist das bei dir ein Zehntel oder Fünftausendstel? Letztendlich ist es zwar jetzt nicht so wichtig, weil man fährt einfach die nächste Runde einfach schneller. Und dann schaut man, wo man rauskommt. Dennoch ziemlich ungenau für einen Renningenieur. So, neue Runde, neues Glück mit mehr Erfahrung. Und mehr Wiese. Und schon grün, trotz Wiese. So, jetzt hier, Vorsicht, ja, den Wagen trägt es immer noch gut nach links. Da hat man deutlich gemerkt, wie die Hinterachse rumkam. Aber die Runde ist bisher ganz annehmbar. Zweiter Gang war jetzt bewusst und gar nicht mal so verkehrt für das Anfahren. Na, mich trägt es noch zu weit raus. Dritter Gang muss her, untersteuern. Das war ja abkürzen. Aber schon 4 Sekunden gefunden, aber immer noch bei dann 2 Minuten und 6. Ist auf jeden Fall noch zu langsam. Boah. Habe ich da eine Pfütze beim Anbremsen gefunden oder warum ist der Wagen da so ausgeschlagen? Aber ja, die Rundenzeit kann sich schon eher sehen lassen. Na, dritter Gang ist immer noch etwas zu viel. Auch wenn ich die Kurve jetzt gut erwischt habe. Knapp 8 Sekunden verbessert. Und vor Recke. Aber da steckt auf jeden Fall noch Zeit drin, die man finden muss. Von Runde zu Runde sich eben von unten rantasten. Sich immer leicht steigern. Das sollte das Ziel sein. Boah, und über dem Randstein schiebt der Wagen wieder so. Weswegen ich da links drüber komme. Komm rum, Wagen, komm rum. Ah, böser Randstein. Kann ich nicht so schön schnell früh Gas geben. Etwas zu viel gebremst. So langsam schwindet mein Vorsprung, ganz klar. Da war er weg. Und da kommt er zurück. Da stand der Wagen ja vor einer Runde etwas quer. Macht aber echt Spaß, so zu fahren. Wenn die Konkurrenz sich dann auch noch anpassen würde, den Bedingungen, nicht so wie bei F1 2015 oder den Vorgängern. Die Strecke wird natürlich auch immer schneller, weil der Regen aufhört und die Strecke eben trocken gefahren wird. Jetzt bin ich hier viel zu langsam gewesen. Aber hier wieder Zeit gefunden mit dem frühen Hochschalten. Jetzt komme ich hier nicht gut rum. Dennoch wieder verbessert. Nur mal schauen, wie lange ich noch fahre, weil so langsam kommt ja dann auch mal der Punkt, wo wir auf Trockenreifen gehen müssen. Aber jetzt sind noch viel zu viele Pfützen hier. Aber allzu lange dauert es auch nicht mehr. Ich muss noch mehr Geschwindigkeit rausnehmen, damit ich hier rumkomme. Hier kommt rum. Aktuell sind wir wieder letzter.
Der vordere rechte bekommt schon zu viel Temperatur. So langsam könnte man dann wohl auch über die Trockenreifen nachdenken. Hat zwar nicht auf die Anzeige geschaut, als wir in der letzten Runde unterwegs waren, aber die Pfützen verschwinden jetzt auf einmal. Was ist denn hier los? Es geht wieder so extrem schnell, wie der Regen so schnell in China kam. Ein Regentropfen und schon waren die Trockenreifen im Eimer. Gut, die Runde wird nichts mehr. Ich komme sowieso rein, weil Trockenreifen sind langsam angesagt. Fahrer vor mir. Gar nicht mehr so weit weg und er wollte jetzt gar nicht vorbeifahren. Da bin ich jetzt schon extra langsam neben der Strecke gefahren. Da bin ich. Ein Ferrari. Ja, auf einmal ist das Wasser weg. Das geht zu schnell. Boah. Geht's dir gut? Motor aus. Da habe ich die Lücke zugemacht. Und schon ist die Radaufhängung im Eimer. Okay. Ich weiß Bescheid. Alles Eindrücke, die ich hoffentlich nicht so schnell vergessen werde, auch wenn sie gerade nicht so prägend sind. Im Sinne von, ja, das China-Rennen war besonders prägend, weil das Rennen ausbedeutet hat. Deswegen ist dieses Abweiser berühren bei mir besonders hängen geblieben, auch solche Kleinigkeiten. Man sollte den Wagenkontakt hier auf Simulation auf jeden Fall meiden. DRS wurde aktiviert, ja, Zeit für Trockenreifen. Und auf einmal kommt Jeff mit diesem Funkspruch an. Das Wetter sollte trocken bleiben. Ich darf ja wieder nicht fragen, das ist so doof. Und die Anzeige darf ich auch nicht mehr öffnen, das konnte man bei F1 2015 noch. Mann, ey. Die Folge geht schon wieder, ja, gute 37 Minuten. Und wir konnten uns noch nicht mal auf den Trockenreifen irgendwie einfahren, weil wir uns mit dem Regen vertraut gemacht haben. Aber irgendwann muss es ja mal so weit kommen und von daher bin ich auch ganz froh, dass wir das aktuell haben. Muss ja irgendwann kommen und hey, warum nicht gerade jetzt? Da kommt ein Intermediate-bereifter sauber rein. Der wird sich wohl auch als nächstes Trockenreifen abholen. Und mittlerweile werden uns auch Trockenreifen da beim Ressourcenprogramm empfohlen. Gerade habe ich 27 FPS. Warum das in der Box weniger ist als auf der Strecke? Gute Frage. Zum Glück bewegt sich gerade nicht so viel. Aber man merkt es auf jeden Fall. Ja, Trockenreifen sind angedacht. Dann werden wir die auch mal auswählen. Also man merkt es auf jeden Fall. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ah, und jetzt wieder 75 FPS. Ja, ich muss ja hier durchschalten. Nass und trocken. Beim Mischmasch eher auf den weicheren fahren als auf den härteren. Moment, was für Reifen werden uns empfohlen? Die härteren? Ach, falsch, Entschuldigung. Dann sollten wir jetzt mit den gelb markierten ausfahren. Das wollte ich ja auch nach China ändern. Empfohlen werden uns hier doch die weißen. Dann sollte ich jetzt eher auf den gelben rausfahren. Mache ich auch. Wird aber auch zu rennen. So, da oben trocken, gelb. Das lassen wir soweit und wir gehen raus. Halt, wie viele Minuten haben wir noch? Oh oh. Nee, komm, ist mir zu knapp. Ich fahre jetzt die Streckenakklimatisierung. Am Ende verfahre ich mich in der Zeit und ich bekomme das nicht mehr hin. Nee. Welchen Reifen startet er das jetzt? Ich beobachte das mal. Wir gehen raus. Alles bereit. Ja, die weiß markierten, die empfohlenen hat er hier automatisch draufgezogen. Hier ja, außer man kann es noch in dem Zwischenmenü auswählen. Eine Runde die Outlap habe ich jetzt, um mich hier reinzufitzen bei Trockenheit. Um dann schon alles zu treffen.
Ah. Die Strecke ist aber auf einmal wieder komplett trocken geworden. Das ging für meinen Geschmack wieder viel zu schnell. Selbst neben der Strecke ist es jetzt total trocken. Also der Wetterumschwung geht hier im Spiel noch zu schnell. Mein bisheriger Eindruck, ganz klar. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, die Strecke ist fort trocken. Es ging zu schnell. Gut, das sind jetzt die härtesten Reifen, die haben wir noch nie gefahren. Ich will irgendwie noch die Kurve bekommen. Wir haben die noch nie bei F1 2016 in Russland gefahren, weil bei F1 2014 waren die ja soweit angedacht. Sind wir die da auch gefahren? Ich meine ja, die rot markierten haben wir erstmalig dann bei einem Update bei F1 2015 bekommen, weil zu Beginn wurde hier auch noch auf den weiß markierten gefahren, weil das Rennen Russland ja in der 2015er Saison noch ziemlich weit hinten war und da war Pirelli sich noch nicht ganz einig, auf welchen Reifen sie dann wirklich auch offiziell fahren lassen wollten. Aber nach dem 2014er Rennen war klar, wenn man mit dem weiß markierten Reifensatz, fragt nach bei Rosberg, das komplette Rennen im Grunde darauf fahren kann, dann waren die Dinger auf jeden Fall zu hart. Es klang aber gerade voluminös, dieses Knattern. So, jetzt geht's los. Streckenakklimatisierung. Bin mal gespannt, wo... Oh. Bin mal gespannt, wo er die Tore setzt. Ja, das erste Tor war schon mal zu weit links für meinen Geschmack. Das zweite habe ich einfach verpasst. Oh, mit herumkommenden Heck reingefahren. Super. Da will er, dass wir ganz außen anfahren. Finde ich jetzt eher weniger toll. Boah, so weit mittig. Bist du bescheuert? Ja, ja, mecker nur rum. War zu langsam gefahren, oder? Oh, zwei Tore nicht bekommen. Also perfekt wird es schon mal nicht. Das war jetzt zu langsam? Nee, noch nicht, okay. So weit links bist du doof. Da vertue ich mich auch gleich wieder in der nächsten Kurve, weil ich zuvor zu weit woanders fahren musste. Na, zu langsam. Scheiße. Ich finde die Torplatzierung hier auf dem Randstein, ihr bist doch bescheuert, finde ich nicht so optimal, weil sie einfach nicht meiner Ideallinie entspricht. Auch so weit rechts. Das ist mir zu weit rechts. Da bin ich mal ein Monster gespannt. Oh. Ja, das ist auch noch rot. Super. Ich mag ja rot, aber doch nicht so. Auf dem Randstein ist klar. Nee. Die Randsteine sind in diesem Ableger so giftig geworden. Generell abseits der Strecke zu fahren. Dann schickt er mich immer wieder dahin. Hier auch. Da habe ich mich jetzt vertan. Oh nein, so viele rote Tore in dieser Runde. So, mal gucken. Jetzt weiß ich schon mal, wo die im Ansatz stehen. 10 Stück. So wenig noch? Hau ab, Rosberg. Ich muss meine Tore bekommen. Der verfährt's. Verpasst gleich mal. Aber der fährt vielleicht gerade nicht die Streckenakklimatisierung. Jetzt wird es gleich beknackt. Achtung. Boah, okay. Da will auf einmal so weit innen fahren. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Da war ich jetzt zu langsam, oder? So weit links. Ich bin reingefahren. Auf dem Randstein wieder. Fängt teilweise so weit auf dem Randstein. So, das Tor hier passt auch wunderbar. Das kriegt man auf jeden Fall wieder hin. Und bei drei hintereinander folgenden Toren
Super, bekommen wir ja nochmal einen Bonus. So nicht. Der Hintermann schiebt gleich. Jetzt wieder so auf Herdem Randstein. Genau, hier auch so weit auf dem Randstein. Danke. Ah, Heck kommt rum. So, letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Zack. Zack. Ah, da links ist einer. Fahr vorbei. Ich muss mein nächstes Tor schnell erwischen. Jetzt nicht zu langsam sein. So, jetzt muss ich schnell nach innen. Passt bisher ziemlich gut. Noch. Jetzt hier ganz weit links. Nein, nicht verpassen, Mann! Gemein. Dafür den Rest noch gut hinbekommen. Boah, hey, komm drum. Und lila DS, das passt soweit eigentlich immer. Ja, die Runde kann sich mal halbwegs sehen lassen, abgesehen von zweimal rot. So, gleich geschafft. Jetzt kommt da wieder einer von hinten angedödelt. Und ich verpasse da wieder was. Mann, das war aber eigene Blödheit, ganz klar. Letztes Tor nehme ich noch mit. Na, immerhin geschafft. Das war jetzt auch irgendwie die Hauptsache. Leider nur grün und nicht lila. Naja, sind es halt bloß 30 von 50. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe die Anwendung da wieder komplett außen vor gelassen. Ich will hier nicht groß lesen, wenn ich fahre. Jetzt kann ich endlich mal wieder meine Linie fahren. Oh, da kam das Heck rum. Bei meinen Bremsen. Wir fahren jetzt aber erstmal rein. Und den Rest von T1. Wir haben ja so wenig von diesem trockenen... Hoppa. Wir haben ja so wenig von dieser trockenen Strecke bekommen. Deswegen werde ich das wieder voll ausfahren. Endlich wieder fahren, wie ich will. Bin mal gespannt, wo uns zum Beispiel dann in Monza bei Curva Grande bei der Streckenakklimatisierung und dann auch in Suzuka aus der Hanadel raus den Rechtsbogen da, wo er uns dann lang schickt. Der werde ich bestimmt. Ja, kommen wir schon. Bin ich mal gespannt, wo er uns da lang schickt. Vettel noch auf den grünen Reifen unterwegs gewesen. Fahrer vor mir. Ich finde schon meine Zeit, bin aber auch mal gespannt, ob sich die KI... Na gut, werden wir jetzt... Schade. Werden wir jetzt noch nicht feststellen können, ob die KI hier besser geworden ist. Das wird sich wohl im Laufe dieses Spiels hier ergeben. Also in Saison 2, 3, 4. Also 3 und 4 noch am ehesten, wenn wir die so weit erreichen. Weil was will ich jetzt groß vergleichen? Ich bin noch in einer gewissermaßen Anfangsphase mit Kennenlernen. Wir werden im Grunde jetzt gar nicht mehr groß fahren können. Da bleibt nur noch so ein Krümelfutz von 3-4 Minuten übrig, wenn überhaupt. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ja, hat sich die KI hier verbessert oder nicht. Weil die Zeit ist oben schon rot. Deswegen werden wir die gelb markierten
Ausfahren auf keinen Fall und anfahren eher auch weniger. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ganz schlimme Kurven, die vorletzte Kurve und eben die Sima. Dafür hat die 3 ganz gut gepasst. Wundert mich doch etwas. Aber immerhin geschafft, jetzt 2 Minuten. Ich werde aber nochmal rausfahren. Nein. Ich werde einfach noch meine Outlap fahren, dann ist Schluss, aber ich will die Reifen nochmal anfahren. Dann habe ich die nicht umsonst einfach so in der Garage stehen lassen. Hä, was? Scheiße, jetzt habe ich das weggeklickt. Was war denn da für eine Warnung? Wegen der Zeit, weil wir an sich keine schnelle Runde mehr fahren können. Stand das da? War ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt eine Anzeige kommt. Deswegen habe ich die weggedrückt. Naja, das Rasen war noch von vorhin. Und Vettel mittlerweile auf den gelb markierten, aber hinter uns. Wir sind da so langsam. Ey, fahr mal schneller. Kann aber nicht wahr sein. So, gelb markierte Reifen. Noch nicht die weichesten. Lassen sich aber schon schön im sechsten Gang fahren. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Schön, wie ich hier aufs Gas steigen kann. Siebter Gang ist auch angebracht. Jetzt habe ich die Kurve verpasst. Ich kann sogar sofort auf Vollgas gehen. Dieser Wetterumschwung im Vergleich zu Beginn dieses freien Trainings und jetzt, das ist schon besonders. Aber die Strecke ist auch viel zu schnell trocken geworden, das ist auch klar. Aber schön, die Gelben sind toll. Im Rennen werden wir wohl locker 2 Stops fahren können. Einmal auf Gelb, einmal auf Rot. Da gibt es eigentlich nicht viele Strategien. Ach Mann, lass mich die Runde doch noch zu Ende fahren, du doof. Hey, gönnt mir auch gar nichts hier. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Verstappen und Nico Rosberg. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, danke auch, ey. Die Gelben, gar nicht groß fahren können. Dabei waren die so schön im Vergleich zu vorher. Hinter uns wirklich noch die Grünbereiften. Wir sind der langsamste auf den Trockenreifen. Man sieht's hier am Rückstand auf Kevin Magnussen. Aber mal schauen. Na, jetzt geht ja gleich erstmal die Musik weg. Das ist also noch geblieben. Bottas, Streckenbegrenzung überschritten. Nicht bloß wir, und in T2, da wird sich das Bild dann etwas zu unseren Gunsten verschieben. Ein sehr langes erstes freies Training. T1 ist bei mir mittlerweile gewohnt recht lang, aber heute gab es Regen, der weiter kennengelernt werden musste. Es hat Spaß gemacht, bei Regen zu fahren, aber da braucht es einfach noch mehr Feingefühl für. Aber ich denke, das wird schon. Zwar etwas schleppender als die bisherige Anfangsphase bei F1 2016, also das Reinkommen ins Spiel, aber wir haben ja noch mehr oder weniger die Zeit. Einzig im Rennen müsste ich schnell mein Limit mit diesen Bedingungen finden, aber soweit sind wir noch nicht. Erst einmal kommt T2 und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.